M. Night Shyamalan hat ja entweder so einen richtig guten Film oder geht gar nicht. Was ist denn jetzt aus Knock at the Cabin geworden? Das erfahrt ihr in diesem Video. Na du? Können wir uns ein bisschen unterhalten? Ihr müsst sofort reinkommen, die waren zu viert. Was haben wir gesagt? Du sollst nicht immer Quatsch erzählen, wenn wir über... Mach bitte die Tür auf. Sie kommen rein! Ich pass auf dich auf. Vorweg möchte ich, wie ich das glaube ich sogar auch schon bei einem krassen Verriss zu Glass gemacht habe, immer wieder betonen, dass ich dadurch, dass ich M. Night Shyamalan jetzt auch mehrmals schon getroffen habe, immer nur sagen kann, wahnsinnig cooler Typ, man spürt so seine Leidenschaft, seine Energie fürs Filmemachen und dass er eben Bock hat, Sachen auszuprobieren und das dann auch in Ordnung ist, wenn das nicht jeder mag, finde ich auf jeden Fall fantastisch. Und so könnte man jetzt auch sagen, okay Dominik, du willst jetzt vorher was Nettes sagen, weil du jetzt Knock at the Cabin furchtbar fandest. Ich lasse euch noch ein wenig, so alles im grauen Bereich, ihr werdet es jetzt selber rausfinden. Ich muss erstmal sagen, dass ich die Idee des Films toll finde, basiert ja nun mal auch auf einem recht erfolgreichen Buch, was auch in der LGBTQ+-Community ziemlich abgefeiert worden ist, was eben auch daran liegt, dass wir hier, wie M. Night Shyamalan auch selber bei uns bei der Premiere auf der Bühne sagte, am Ende, nee, ist einfach eine Familie, natürlich, aber noch nicht so gewohnt, das in großen Filmen zu sehen, dass es zwei Männer und eine Tochter sind, die zusammen in dieser Hütte sind und plötzlich stehen vier fremde Menschen vor der Tür und sagen, ihr müsst einen opfern, sonst geht die Welt unter. Und natürlich ist das so ein Szenario, wo du denkst, ja, da kommen jetzt vier irgendwelche völlig Irren. Spielt also tatsächlich in unserer normalen Welt. Wir sind nicht hier, um euch weh zu tun. Aber ihr müsst hier mit uns in der Hütte bleiben. Seit jeher wurden Familien auserwählt, diese Entscheidung zu treffen. Eure Familie muss sich dazu entscheiden, einen von euch freiwillig zu opfern, um die Apokalypse zu verhindern. Wie M. Night Shyamalan das Ganze angeht in dieser Hütte, so auch mit Sound, also gerade wenn man ein Kino hat mit tollem Sound, ist man echt so, okay, wow, was passiert jetzt hier? Und dadurch, dass es so sehr auf einen Raum reduziert und all das Schlimme, was in der Welt ja gegebenenfalls passieren könnte, passiert eben weit weg, sodass es weder für unsere Protagonisten greifbar ist, noch für uns als Publikum. Man merkt aber die ganze Zeit, irgendwas ist da im Busch. Und das finde ich von der ganzen Atmosphäre her auf jeden Fall extrem gelungen und auch schauspielerisch von Dave Bautista, Rupert Grint ist dabei und eben Ben Aldridge spielt ja auch eine der Hauptcharaktere. Das ist schon echt gut gespielt und genau das, was ich in so einem Genre auf jeden Fall auch irgendwie erwarte. Wir werden niemanden opfern, gar keinen. Für jedes Nein von euch werden Hunderttausende sterben. Mach die Augen zu. Werdet ihr eine Wahl treffen? Ich ja noch ganz spannend finde es auch, dass der Look wirklich so 90s-mäßig angehaucht ist, was ja auch daran liegt, dass er extra auf 35mm unter anderem gedreht hat, dann auch so 90er-Jahre-Linsen genommen hat, sodass es so diesen 90er-Füller-Charakter bekommt. Das sind so kleine Details, die finde ich auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz cool. Insgesamt war der Film für mich jetzt nicht übermäßig spannend, also ich finde es schon cool, wie er Atmosphäre aufbaut und dass viel auch im Kopf passiert. Also das ist ein Film, der hat auf jeden Fall visuell durchaus was zu bieten, aber viel passiert eben im Kopf, auch dass man sich die Frage stellt, wie würde man jetzt handeln, was glaubt man nicht, dass da tatsächlich irgendwas im Argen liegt. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man sich selber dabei erwischt, dass man auch irgendwie keinen blassen Schimmer hat, wie man da agieren würde. Dadurch, dass der Film aber insgesamt sehr geradlinig erzählt ist, und natürlich werde ich jetzt hier in keiner Weise in irgendetwas spoilern, aber für mich war eben am Ende, dachte ich so, ach so, okay, das ist es jetzt. Ihr müsst irgendwie versuchen, uns zu vertrauen. Wir sind normale Menschen wie ihr. Völlig egal, keiner von uns glaubt euch. Wir werden niemals jemanden auswählen. Ja, okay, das ist es dann jetzt. Also hat mich jetzt eben nicht so richtig weggehauen. Und daher kann ich an der Stelle sagen, was meine Eingangsfrage war. Ist es so ein richtig geiler Film von M. Night Shyamalan oder ist es einer von denen, die nicht so funktionieren? Und kann nur sagen, weder noch. Also
Ich fand den völlig in Ordnung, hat mich gut unterhalten, hat mich nicht weggeblasen. Ich fand den aber auch nicht schlecht. Muss an meiner Stelle auch sagen, ich verstehe jetzt diesen Homofeindlichkeitsvorwurf nicht so von wegen, oh ja, die kommen ja zu den Schwulen und die entscheiden über die Welt und das sind ja die Bösen und die werden bestraft. So habe ich so überhaupt nicht empfunden, nicht eine Sekunde dran gedacht und bin jetzt ehrlich gesagt von dieser ganzen Debatte eher so ein bisschen irritiert und verwundert. Also hab ich nicht und ihr wisst, dass ich da durchaus ein feines Gespür für habe, was wiederum überhaupt nicht bedeutet, dass ich das jetzt, dieses Gefühl, was andere haben, wenn sie den Film gucken, das jetzt absprechen will. Ich will an der Stelle nur sagen, mir ging es nicht so. Gwen? 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 Ich fürchte, die Regel ist, niemand darf die Hütte verlassen, bis ihr euch entschieden habt. Ich habe einen soliden Mystery-Thriller gesehen, den ich gerne noch ein bisschen so mehr auf die 12 gehabt hätte. Sieht aber gut aus, kann man auf jeden Fall machen und ist auf jeden Fall ein solider M. Night Shyamalan-Film. Und ich finde es ehrlich gesagt mal schön, dass zwischen, yeah, ich finde es mega geil und boah, nee, ging gar nicht, dass ich jetzt mal sagen kann, M. Night Shyamalan, solides Ding. Cooler Typ. Interview mit ihm könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch anschauen. Habe ich euch hier verlinkt. Und von mir gibt es 6 von 10 Punkte für Knock at the Cabin. Und ja, das finde ich ist völlig in Ordnung. Also schaut gerne mal rein. In diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier in der Filmlounge. Macht es gut. Bis bald und ciao.